Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben mal den linken Flügel des Herrenhauses mal ein bisschen uns vorgenommen. Und wir haben ihn komplett erkundet, beziehungsweise die Bereiche, die wir erkunden können. Haben alle Gegner platt gemacht und wir haben beim letzten Mal ein defektes Gewehr gefunden. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal nach, was wir damit machen können. Auf dem rechten Flügel müssen wir jetzt wieder. Ne? Wir waren hier unten. Und genau, rechter Flügel, erstes Obergeschoss war das, glaube ich. Ja, jetzt bin ich schon hier oben, aber wartet mal. Ich musste, glaube ich, hier hinten lang. Oder ich muss, glaube ich, hier hinten lang. Und dann kommen wir irgendwie wieder in die Haupthalle oder so, glaube ich. Ich hoffe. Ja, sehr schön. Sehr gut. Da unten waren wir letztes Mal auch und haben da diesen blauen Edelstein gefunden. Haben den einem Tiger gegeben und der hat uns dann ein Windwappen gegeben, genau. Was wir für irgendwas später brauchen. So. Dann komm, Jill, geh bitte runter. Ich möchte mir jetzt nämlich, ich kann es euch aber sagen, meine Schrotflinte holen. Ich meine, ihr könnt es euch ja denken, wenn wir beim letzten Mal Shotgun-Munition gefunden haben. Jo. So, Leute, dann war das hier mit dem Hunden. Die Tür da hinten, die war noch zu. Ich glaube, wir gehen da hinten erstmal hin. Oder, wartet mal, muss ich hier schon rein? War das hier? Wow, das sieht cool aus, Leute. Ein Kunstobjekt. Der Raum hier sieht interessant aus. Schön blau. Verschiedene Dinge. Da ist... Ich höre da was schluffeln. Eine Couch. Nichts Gewöhnliches. Da ist Muni auf jeden Fall. Vielen Dank, ey. Boah, ich habe jetzt einiges an Muni. Haha. Sehr gut. Alles klar, liebe Leute. Dann kombinieren wir bitte die Pistole. Guck mal, Jill, du siehst dich im Spiegel. Aber mehr sagt sie hier nicht. Ich muss da tatsächlich um die Ecke. Okay, dann schieß. Der ist hier wieder nicht kaputt, ne? Okay, und schieß da drauf da. So. Diese Zombies, die machen einem echt Angst. Oh. So, was haben wir hier? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt gleich was rausgesprungen. Der Schreibtisch ist verschlossen. Willst du den Dietrich benutzen? Ja, bitte. Boah, ist das so nützlich, dass Jill einen Dietrich hat. Schaut mal da. Noch mehr Schrotgun-Muni. Shotgun-Muni. Sehr schön. Ja, ich glaube, das mit dem Dietrich ist tatsächlich so, dass wenn wir jetzt am Anfang Chris ausgewählt hätten, der müsste immer kleine Schlüssel finden. Oh, schaut mal. Der müsste immer kleine Schlüssel finden. Wartet mal. Boah. Was ist das für ein Raum hier überhaupt? Ah, da liegen Farbbänder. Okay. Der Chris, der würde immer kleine Schlüssel finden, womit er dann die Schreibtische öffnen könnte. Nichts Außergewöhnliches. Und wir als Jill... Oh, nice. Wir als Jill haben halt unseren Dietrich. Dafür hat der Chris Redfield halt von Anfang an sein Feuerzeug, glaube ich, was wir an eine Stelle brauchen. Und wir haben es halt nicht. Ne? Und das ist es halt so. Von diesen gelben Kräutern werde ich tatsächlich eins benutzen, um wieder in den grünen Bereich zu kommen. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Es läuft gerade echt gut, muss ich sagen. Läuft echt gut, aber ich will noch gar nichts hier. Farbbänder. Ja, nimm's mit. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt zwar voll, aber ich hoffe, dass ich hier nochmal auf irgendeine Kiste stoße. Für diesen Raum haben wir keinen Schlüssel. Aha. Was ist das denn?
ist ein Raum, aber da kommen wir nicht rein. Okay, also ist hier schon mal Dead End. Das ist schon mal sehr gut, weil dann haben wir zumindest schon mal den logischen Kreis geschlossen. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Ich spiele es nach wie vor an diesem Sonntagabend. Ich weiß nicht, mein Hals kratzt so ein bisschen. Ich werde jetzt auch zum Zombie. Nee, Quatsch. Wie gesagt, Hals kratzt ein bisschen. Ich hoffe, es geht morgen wieder weg. Deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen Luft holen und schlucken. Aber das solltet ihr doch nicht. Das solltet ihr nicht merken, denke ich. So, dann kommen wir jetzt in den Raum mit den wunderbaren Hunden vom letzten Mal. Und ja, dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich glaube, wir haben uns in der vorletzten Folge, in der Fail-Folge, haben wir ein bisschen was am Muni gespart, weil wir ein paar Zombies gemessert haben. So, hier war das doch, oder? Oh, schaut mal, da ist sogar noch ein Kraut. Was ist das hier für eine Tür? Der Helm, der Rüstungsschlüssel. Aber hier geht es raus. Das möchte ich erstmal nicht, oder? Geht's hier echt raus? Geht's hier raus? Vielleicht seine Kiste, wartet mal. Hier geht's auf jeden Fall raus. Das hören wir auch jetzt mit diesem Grillen. Nein, danke. Nein, danke. Ich muss erstmal eine Kiste finden. Ich habe keinen Bock auf Hundegemetzel hier. Oh, jetzt echt wieder da hinten hinlatschen. Ist hier... Ach. Wartet mal. Ja, tut mir leid, ich muss nochmal zurück. Ich muss ein paar Sachen ablegen. Ich muss nochmal zurücklatschen. Es tut mir leid, aber es ist halt Resident Evil. Es ist hin und her gelatsche. Ja, und da wir jetzt ein bisschen die Zeit haben, kann ich mir ein bisschen was erzählen. Also ich habe ja gestern Abend Command & Conquer aufgenommen, gestern Nacht, ne? Und ja, danach war ich einfach zu fertig, um danach noch Resident Evil aufzunehmen. Ich meine, Command & Conquer ist jetzt so bald zu Ende, sag ich mal. Also beziehungsweise das erste Spiel und das war eigentlich nicht so schlimm, aber... Naja, ach, ich bin falsch gelaufen, ich Idiot. Egal, ich glaube, dass wir hier weiterkommen. So, genau, dann war das doch hier. Und, ja, deswegen jetzt heute, an dem Sonntagabend. Wenn ihr es seht, ist es halt Donnerstag. Ne? Und, so, das war doch hier, oder? Mit dem Raum, also beziehungsweise mit der Treppe. Genau, hier war es. Sehr gut. Ist gar nicht so weit. Wenn ich jetzt weiter in Erinnerung gehabt. Ja, es kostet uns jetzt vielleicht maximal 5 Minuten. Aber das müssen wir halt. Das müssen wir halt machen, weil, ja, der Inventarplatz ist hier begrenzt. So, dann nimm bitte einmal dieses Farbband. Ach, können wir nicht. Ja gut, dann mach das bitte so. Und das Kraut, das brauche ich eigentlich auch, ne? Wobei, da liegt noch ein grünes. Ich bin jetzt mal so mutig. Und leg das mal da rein. So. Weil wir brauchen jetzt im Moment erstmal den Platz. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, können wir zurückgehen. Aber das ist doch auch eine gute Möglichkeit, dieses Herrenhaus nochmal kennenzulernen hier. Weil hier werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen, definitiv. Und da ist es gut, wenn man sich auskennt. Also jetzt muss ich gucken, dass ich nicht wieder falsch laufe. Aber ich glaube, hier war es. Mein Kurzzeitgedächtnis ist echt schlecht, Leute. Mein Kurzzeitgedächtnis ist echt schlecht. Aber bis hier sind wir schon. Alles klar. Bei Kenneth, der uns beim letzten Mal Bunny gegeben hat. 30 Schuss. Finde ich sehr geil von ihm. Ja, das sind die Essensutensilien. Ist gut.
Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 1 Director's Cut. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so ungeschnitten ist, wie die das deklariert haben. Weil diese Schwarz-Weiß-Cutscene vom Anfang war eigentlich schon ein Indikator darauf, dass das Spiel nicht ganz so ungeschnitten ist. Aber ja, das werdet ihr wahrscheinlich besser wissen als ich. So, da sind wir jetzt wieder. Ja, hat jetzt 5 Minuten oder so gedauert, ne? So. Was befindet sich hier? Wieder die gut aussehende Jill und da war auf jeden Fall genau dieses grüne Kraut hier. So, was haben wir denn hier? So, grünes Kraut. Und ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich hier schon rausgehen soll. Ich gehe erstmal weiter hier. So, was haben wir hier? Da können wir rein, okay. Was haben wir denn hier für eine Tür? Okay, hier ist ein Badezimmer. Oh. Ach. Mein Fernseher ist wieder ausgegangen. Ich weiß nicht, was das ist, ey. Oh, schau mal. Kannst dich im Spiegel betrachten, aber du sagst nichts. So, Badewanne. Sagst du auch nichts? Ist ein stinknormales Klo scheinbar. Genau, Leute. Nichts Nützliches. Willst du nicht aufs Klo? Ich weiß auch nicht, Jill. Also ich, wenn ich in deiner Situation wäre, ich würde mir hier so in die Hose scheißen. Es ist einfach so. Und du sagst einfach, ja, auf dem Klo ist nichts Nützliches. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Da kommt bestimmt ein Zombie um die Ecke. Rotes Bild. Das sind auf jeden Fall 2 Türen. So, okay. Gucken wir mal, was hier drin ist. Oh Gott. Ach du Scheiße, habt ihr das gerade gesehen? Das hat geflackert, aber ohne Ende. Und ihr seht, die Kamera hat sich geändert. Gut. Einfach erstmal ein Durchgangsraum. Lass uns da nicht weiter drüber sprechen. So. Was haben wir hier für einen Raum? Ein Gemälde. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Ja, ist ja gut. Okay. Dann, was hast du? Ist das ein Wohnzimmer oder was, ne? Und? Seht ihr das da an der Wand? Eine Urne mit einem schönen Bild drauf. Seht ihr das hier? Nimm dir das. Nimmst du die Schrotflinte? Ja, gerne. Nochmal 7 Schuss. So. Liebe Leute, jetzt ist es nämlich so. Wir haben ja die Schrotflinte genommen. Da sind die Haken hochgegangen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Raum verlassen würden, würde sich eine Falle aktivieren. Und ich glaube, wir würden dann Barry sehen. Allerdings haben wir ja hier diese kaputte Schrotflinte. Die würde ich sagen, hänge ich jetzt wieder hier auf. Damit die Haken wieder runtergehen. Und damit sich die Falle gleich nicht auslöst. Genau, Leute. Weil in diesem Durchgangsraum hier... da würde gleich nämlich tatsächlich ja eine Falle kommen und die würde uns hier zerquetschen. Deswegen sieht diese Tür auch so beweglich aus. Da wird nämlich Barry kommen und der wird die Tür eintreten. Aber in diesem Fall haben wir das stilvoll umgangen. Finde ich gut. Und wir haben jetzt eine Schrotflinte. Oh mein Gott, Leute. Wir können jetzt so viel machen, ne? Das ist unfassbar. Wir haben eine Schrotflinte. Und hier, schieß den. Komm, schieß den auf. Wir haben genug Muni. Haha. Wir haben genug Muni. So. Und aber nicht treffen lassen. So, da schluft noch einer rum hier. Da. Diese Sounds, ey. So, dann lad nach, Jill, komm. Wow, da ist noch einer. Beziehungsweise der ist nochmal aufgestanden. Ja, die versuchen einen hier zu verarschen. Ich verstehe schon. Okay, jede Menge Türen hier. Aufgeschlossen.
Und dann schauen wir doch mal, was dahinter ist. So. Ach nein. Ach nein. Eine Abkürzung. Zu diesem Raum hier. Zu dem Speicherraum. Ist das nicht geil? Gut, ich guck mal gerade. Aber nee, das passt eigentlich. Ne? Zwei Waffen mit Munition. Unseren Rüstungsschlüssel. Zwei Heilung, das passt eigentlich. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Abkürzung tatsächlich geschaffen. Und wir können jetzt hier weiter gucken. Das ist verschlossen. Ein Helmschlüssel brauchbar. So, was haben wir hier? Die geht. Wir kommen ziemlich gut voran, finde ich. Oh Gott. Boah, hab ich mich erschrocken. Ah, ich weiß, was das ist. Das Bild hat den Titel Von der Wiege zum Grab. Okay, Leute, wir hören hier diese... Ach, jetzt hör doch auf. Wir hören hier diese Krähen. Hallo, Vögel. Gut, Leute. Hier haben wir jetzt ein Rätsel. Das Bild eines alt aussehenden mittelaltrigen Mannes. Da ist ein Schalter. Willst du ihn drücken? Nein, erstmal nicht, Leute. Gut, wir gucken uns erstmal alle Bilder an. Ein Bild von einem neugeborenen Baby. Da unten ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Nein, danke. Hallo, ihr Vögel. Die dreht sich auch um. Das heißt, die würde dann tatsächlich auf die schießen. Ja. Aber erstmal nicht. Ein Bild eines jungen Mannes. Da ist wieder ein Schalter. Nein. Danke. So, was haben wir hier noch? Das Bild eines Babys oder Infant? Scheiße. Infant-Säugling, ne? Oder? Ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher wegen der Übersetzung. Einen lebhaften Jungen. Das brauchen wir dich. Und dann jetzt hier noch. Oh, Opa. Das Bild eines uralten Mannes. So, willst du es finden? Nein. So, dann haben wir hier hinten noch das Bild. Das Bild hat den Titel Das Ende des Lebens. Willst du den Schalter betätigen? Nein. Gut, Leute. Wir haben ja diese verschiedenen Bilder mit verschiedenen Lebensphasen. Genau, mit den verschiedenen Lebensphasen. Und wir müssten jetzt einfach die Schalter in der Reihenfolge von dem Baby zum Opa drücken. Weil sonst würden uns diese Krähen tatsächlich angreifen. Ein neugeborenes Baby, genau. Ja, drück den Schalter. So, was haben wir hier noch? Das Bild Mittelaltermann, nein. Das passt nicht da rein. Okay. Weil ich möchte dieses Rätsel nicht verkacken. Weil ich möchte keinen Stress mit den Viechern. So, Leute, dann. Das Bild eines jungen Mannes. Nein. Auch nicht. Ich muss ja gucken, wo das war. Guckt jetzt hier der Infant. Genau. Infant. Ach, scheiße. Wartet mal, Leute. Da muss ich gerade mal gucken, was das übersetzt heißt hier. Infant. Deutsch. Bin ich mir echt unsicher. Säugling, ja, genau. Dachte ich mir doch. Gut, drück den. Dann brauchen wir jetzt das Kleinkind. Das Bild von einem lebhaften Jungen. Ich mach mal lieber ein Safe-Set vorher. So, dann haben wir hier der junge Mann. Ja. Och Gott. Wir können die mehrmals drücken. Shit. Okay. Ich glaube, dann haben wir das hier noch. Mittelalter Mann, genau. Mann im mittleren Alter, ja. Und dann
Warte mal, wartet mal, das hier war das Baby, ne? Genau, das war das Baby, das war der mittelalte Mann. Das hier war der junge Mann. Den habe ich auch schon gedrückt. Nein. Dann kommt hier der Infant. Nein. Und jetzt kommt halt echt nur noch der Opa. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt hier das. So, das Bild hat den Titel Das Ende des Lebens. Da ist ein Schalter. So. Und wir haben es tatsächlich richtig gemacht. Wir haben dieses Sternwappen. Wir haben es richtig gemacht, weil sonst würden diese Vögel aufstehen und würden uns zu Tode hacken. Ich habe jetzt einmal geschossen, deswegen sind die aktiv geworden. Aber nein, danke, Leute. Okay, das war auch eine andere Musik wie aus dem Original, ne? Das war auch eine andere Musik, tatsächlich. So, hier kommen wir auch wieder raus. Sollen wir raus? Lass uns mal rausgehen. Was haben wir denn da? Ihr hört das? Hunde. Hundegetapsel und Hunde im Hintergrund. Da hinten. Na komm. Na komm, du Töle, komm. Da ist er. Ach, verdammt. Schieß doch. Oh, Gott sei Dank. Und schieß. Lauf mal näher dran und schieß ihn ab, los. Diese Hunde hier, ey. So, was haben wir hier? Die ist verschlossen. So, wir können nämlich... Ach, ich habe schon wieder hier diese Taste gedrückt. So, Karte, gib mir die bitte. Ah, schaut mal. Okay, da ist also doch tatsächlich ein Raum, aber... Was haben wir denn hier? Ich glaube, das muss man genau... Wenn die Sonne im Westen untergeht und der Mond im Osten aufgeht, werden die Sterne anfangen zu scheinen im Himmel und der Wind wird sie gegen den in Richtung des Bodens wehen. Dann öffnet sich das Tor zum neuen Leben. Toll, ne? Ja, ist ja gut. Ach, Leute. Ja, ich habe schon gelesen. Ich möchte einfach nur... Hier müssen nämlich die Wappen rein, Leute. Die wir hier hin und wieder mal aufgesammelt haben. Und zwar zum ersten Mal dieses Sternwappen. So. Ihr seht, wir haben da 1 von 4. Haben wir schon eingesetzt. Ja, und mehr können wir hier erstmal nicht machen. Gut, Leute. Dann... Würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein. Und dann haben wir eigentlich auch schon den Ostflügel komplett. Oder? Wartet mal, guck mal auf die Karte. Ich nutze die Karte hier gerne. Tatsächlich, dann haben wir auch den... Ah, nee. Die eine Tür da, da fehlen noch ein paar Türen. Wartet mal, wir müssen noch woanders rein. Wir müssen noch geradeaus und dann rechts... Da ist noch eine Tür offen. Und die will ich mir noch kurz angucken. Warte mal, war das hier die? Nee, da waren wir doch eben drin. Wartet mal. Wie komme ich denn in den Bereich? Wartet mal, da ist doch... Aha. Okay, ich glaube, wir müssen noch einmal raus hier. Wartet mal. Stimmt, wartet mal. Hier war doch irgendwo noch eine Tür nach draußen. Genau hier. Hier müssen wir noch mal kurz hin. Weil hier gibt's noch ein Item. So, Hund. Hund? Kommst du jetzt hier rein, oder was? Der Hund, ja. Der kommt rein. Okay, sehr schön. Und
Schieß ihn kaputt, Jill. Oh, seht ihr das? Schön viele Kräuter. Schön viele Kräuter, Leute. Ein rostiger Boiler. Auf jeden Fall nehme ich die mit, ey. Wow. Boah, das ist ja richtig geil hier. Nur es gibt leider keine roten. Kombiniere bitte. Die Kräuter nehme ich jetzt noch mit. So, dann nehme ich das jetzt hier nochmal mit. Das sind noch 4 Stück. Oh mein Gott. Ja gut, aber grün und grün ist ja auch ganz gut. Wir sind aber noch im grünen Bereich. Hier liegen nur Kräuter rum, oder was? Liegen hier tatsächlich nur Kräuter rum? Ich hatte gedacht, hier liegen jetzt noch mehr Sachen. Oh Gott. Okay. Schieß ihn im Arsch da. Und lad nach. Boah. Den Hund nochmal. So, okay. Alles klar. Ja, wenn man genug Muni hat, dann geht das Spiel ja. Ne? Das ist ja echt so. Nochmal kurz gucken, wo die Kiste war. Genau, wir müssen einfach geradeaus. Einmal komplett hier durch und dann rechts. Genau, Leute. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir denn dann weiterkommen beim nächsten Mal. Ne? Das ist ja auch noch so eine Frage. Wo wir dann weiter... Ach, oben. Ja, ja, klar, oben. Okay, oben habe ich ja noch gar nicht alles. Gut, Leute. Aber erstmal werde ich hier die Kräuter weglegen. Und vielleicht auch die Shotgun-Muni. Weil die müssen wir ja nicht die ganze Zeit mitschleppen, eigentlich. Ne, eigentlich nicht. Gut, dann bin ich jetzt mal so mutig und leg die Shotgun-Muni weg. So. Und, oh, schaut mal da, wir haben tatsächlich auch nur noch 15 Schuss von der normalen Waffe. Hm, wartet mal gerade, dann werde ich das kombinieren. Und dann haben wir da auch wieder einen Platz frei. Ist das nicht geil? Sehr gut, ey, echt. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir dann nochmal zurück. Holen uns nochmal die Kräuter. Und wenn wir die Kräuter haben, gehe ich zurück in die Haupthalle. Das war hier, genau. Und dann machen wir im Obergeschoss weiter. Ne, da haben wir ja auch noch gar nicht alles hier uns angeguckt. So. Dann war das doch direkt... stopp. Da war ich zu schnell. Hier. So, genau, Leute. Nehmt ihr die Kräuter noch mit? Und genau. Ja, da haben wir jetzt noch unsere 4 schönen Kräuterchen. Haben nur 3 Slots, aber das ist okay. Ich würde mir nämlich gerne auch das ein oder andere Kraut aufsparen, tatsächlich. Falls wir dann doch mal noch ein paar rote kriegen, aber die beiden, die muss ich zusammenmischen. Okay, Leute. Alles klar. Boah, das ist ein Paradies hier, echt. Schaut euch das an, so viele Kräuter. Ist das nicht geil? Ach, also es wird mittlerweile wieder erträglicher mit dem Spiel. In der vorletzten Folge habe ich echt Schiss gekriegt, dass wir das Spiel nicht schaffen. Aber mittlerweile läuft das relativ easy, muss ich sagen. So, dann einmal hier ganz durch. Und hier rein, genau. Ach, wir sind schon bei 29 Minuten. Ich möchte eigentlich gar nicht aufhören, weil das mir so viel Spaß macht, ey. Ja, wisst ihr was? Ich mach einfach... Ich mach die Folge ein bisschen länger, so. Ich bin jetzt einfach gerade so in dem Rhythmus drin. Es macht einfach so einen Bock. Von daher, ja, machen wir einfach nochmal ein bisschen was. So, dann nehme ich mal die bei... Ach, Quatsch. Die Kräuter auf jeden Fall. Haben wir jetzt 3 grüne Kräuter. So viel Medizin brauche ich auch nicht. Soll ich doch die Muni lieber mitnehmen? Ich weiß es nicht. Nee, nee, kommt. Kommt. Reicht. Reicht so. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch 5 Minuten.
Und ja, gucke ich mal, was jetzt hier oben noch Sache ist, was wir hier oben noch gar nicht erkundet haben. Ja. Das ist ja auch die Geschichte. Wir haben ja hier einiges schon erkundet. So, Map. Gib mir die Map. Ja. Wir haben da einen riesen Raum. Wenn wir da auch geradeaus reingehen. Ne, wenn wir hier geradeaus reingehen, dann haben wir da noch einen großen Raum, den wir noch gar nicht hatten. So. Da würde ich sagen... Ach, diese... War das hier die Tür? Hier die Tür war das, glaube ich, ne? Hier waren wir doch auch noch nicht drin. Oder? Waren wir hier schon drin? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Da bin ich mir jetzt unsicher. Waren wir hier? Ah, ja, hier waren wir schon, klar. Hier haben wir dieses Buch gehabt. Okay, aber ich muss leider trotzdem nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, wenn wir diese Start- und Select-Taste gleichzeitig drücken. Oh Gott, das kann schon. Okay. Nö, dann haben wir hier nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir nochmal kurz raus. Ich möchte in diese grüne Tür, war das, glaube ich, ne? Wartet mal. Ah, so, ich musste kurz den Lisa unterdrücken. Das ist auch ein geiler Trick. Ha, seht ihr das Rüstungsschlüssel? Wenn man niesen muss und nicht niesen will, kann man einfach auf die Oberlippe beißen. Und dann muss man nicht mehr niesen. Was haben wir denn hier? Schwer aussehende Rüstungen. Ja, Rüstungen. Nächstes Rätsel. Gut, das ist eigentlich ganz simpel hier. Wir müssen diese beiden Statuen. Da ist etwas in der Hülle zu sehen. Das ist eigentlich ganz einfach hier. Und zwar, wir müssen einfach diese Statuen, die müssen sich anschauen, glaube ich, genau. Oder war das beim zweiten Teil? Auf jeden Fall müssen wir das Ding jetzt hier, genau, nämlich da hinten drauf stellen. Auf diesen, auf dieses Gitter, was ihr da seht. Weil, das ist auch ein Schieberätselchen wieder. Ah, da ist ein bisschen was offen, das gefällt mir nicht. So. Okay. Und am besten von hinten nochmal drüber. Und. So. Okay. Und, genau, wir müssen nämlich gleich diesen roten Knopf da in der Mitte drücken, um das Ding da zu öffnen. So, und Jill ist natürlich eine ganz kräftige, die kann natürlich diese Steinstatuen verschieben, ist gar kein Thema. Und, ja. So, na komm. War das jetzt schon wieder zu weit? Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Wartet mal. Wir müssen hier nämlich echt aufpassen, dass wir das richtig machen. Weil sonst sind wir tot, weil da kommt nämlich sonst Giftgas raus. Drück den Schalter, bitte. Ha, seht ihr das? Da öffnet sich die Vitrine. Sehr gut. Und was haben wir da? Noch ein Wappen, liebe Leute. Sehr schön, das Sonnenwappen. Ihr merkt... Wir sammeln hier laufend Wappen ein. Ja, und mehr ist in diesem Raum auch nicht. Okay. Genau, Leute, das Wappen ist ja für die Tür unten, die nach draußen geht. Und ja, gucke ich nochmal gerade. Dann haben wir hier jetzt eigentlich auch erstmal... Das war der Helmschlüssel... Gut, das war falsch. Da müssen wir nicht mehr hin. Aber wir haben hier noch eine Tür. Wo wir noch nicht drinne waren. War das hier? Ich muss mal gucken. Ist so verwirrend teilweise. Nee, genau auf der anderen Seite. Gut, liebe Leute. War das hier? Genau hier diese Tür war das, ne?
war das hier die... Genau, Leute. Gucke ich mal, ob das die Tür war. Tatsächlich. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder raus. Machen wir nämlich alles beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Erzählt gerne weiter den Kanal, würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, ja? Tschüss.